Die meisten Tierversuche, die wir machen in der Sicherheitsprüfung von Medikamenten und Chemikalien, sind eingeführt worden, als ich noch nicht geboren war oder im Kindergarten. Das ist der einzige Bereich der Wissenschaft, wo wir sowas machen, wo wir also Methoden nicht auswechseln. Also wir glauben, dass wir durch eine bestimmte Verkleinerung des menschlichen Organismus die Physiologie eines menschlichen Körpers nachahmen können. Und 70 Kilo Mensch ist nur noch 700 Milligramm bei uns. Jedes Flugzeug, jedes Auto wird heutzutage am Computer entwickelt, simuliert, getestet. Und die Idee ist es, Organe nachzubilden, am Computer die Experimente durchzuführen und somit reale Experimente zu reduzieren. In diesem Hydrogel befinden sich jetzt lebende menschliche Zellen. Und durch den Biodruck können wir diese räumlich sehr genau anordnen und damit menschliche Gewebe oder Organe sehr genau nachbilden. My professorship is called Evidence-Based Transition to Animal-Free Innovation. So we will try to find the evidence to show that animal-free tests are better in terms of translation to human medicine. Ich fand es einfach faszinierend, wie man seine Gewebstücke einfach am Leben hält. Und es ist ein Stück von einem Patienten, einer Patientin, die uns das gespendet hat. Und ich glaube, das war dann am Ende, was mich komplett abgeholt hat, tierfrei zu forschen. We can use this 3D tissue models basically as replacement of the animal. We can test different types of the cosmetics, chemicals, pesticides, different consumer products. Ich denke nicht, dass Menschen hinreichend über Tierversuche informiert sind. The belief is high that we need animal studies to solve serious diseases. Wenn man keinen Tierversuch macht, ist es schwierig, damit weiterzukommen. Das müssen wir, das wollen wir kippen. Hätte es diesen Tierversuch überhaupt gebraucht? Wir sehen, dass 95% der Medikamente, die in menschliche Prüfungen gehen, versagen. Und das, obwohl sie hervorragend in Mäusen und Ratten gewirkt haben. Und das kann nicht mehr befriedigen. Jedes Jahr werden in Deutschland und der EU Millionen von Tieren in Tierversuchen eingesetzt und getötet. Vor allem Mäuse, Fische und Ratten, aber auch Kaninchen, Hunde, Katzen und Affen. Tierversuche gelten als notwendiges Übel, das wir für den medizinischen Fortschritt in Kauf nehmen müssen. Aber ist es wirklich so? Sind Tierversuche wirklich unverzichtbar? Hallo, mein Name ist Marc Pierschel und ich bin Filmemacher. Mein neuer Dokumentarfilm Future Science stellt eine entscheidende Frage. Warum werden immer noch Tierversuche durchgeführt, obwohl es bereits moderne Technologien gibt, die viel relevantere Ergebnisse für den Menschen liefern? Future Science deckt die komplexen Zusammenhänge rund um das Thema Tierversuche auf und hinterfragt ihre heutige Relevanz. Der Film folgt Wissenschaftlerinnen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Tierversuche zu beenden. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Multi-Organ-Chips, 3D-Bioprinting, Computermodellen und patientennahe Forschung wollen sie das Tiermodell ersetzen und die Zukunft der Forschung revolutionieren. Einen Teil des Films konnten wir bereits drehen, aber für die Fertigstellung und Veröffentlichung brauchen wir deine Hilfe. Unterstütze Future Science noch heute und hilf uns, gemeinsam die Debatte voranzutreiben, Bewusstsein zu schaffen und den Wandel hin zu einer tierversuchsfreien Forschung zu gestalten. Hilf uns, Future Science Wirklichkeit werden zu lassen. Herzlichen Dank.